Hallo zusammen zu ja einem neuen Projekt, so ganz spontan jetzt, wo es alle gezockt haben. Und hab mir so gedacht, jetzt will ich auch mal zocken, zumindest die Kampagne mit euch. Den Multiplayer werde ich vielleicht ab und an mal jetzt so kurz zocken. Und ja, ich will mal gucken, ob das Spiel jetzt wirklich so gut ist, wie alle sagen hier, oder so schlecht, keine Ahnung. Kampagne, ja, verbunden. Übrigens kann man das Spiel nur spielen, wenn man permanenten Zugang zum Internet bzw. zu Xbox Live hat. Also für alle Offline-Gamer seid ihr leider raus. Das finde ich im Jahre 2014 etwas schade und unnötig. Piloten Titan Loadout. Hier ist Bitch. Heute um 08 Uhr hat General Anderson seinen Verletzungen erlegen. Keine andere Flotte im Sektor ist in Sprungweite. Kurz, wir sind auf uns gestellt. Aber das kennen wir ja. Kein Schiff dieser Flotte hat für mehr als 2 Stunden Treibstoff. Wir haben 2 Möglichkeiten. Treibstoff besorgen oder hier draußen sterben. Sarah, taktischer Bericht. Sämtliche Treibstoffquellen in Reichweite werden schwer bewacht und von der IMC kontrolliert. Wir haben ein Ziel. Betankungsüberfall, Hardpoint, Herrschaft. Ich bin ja Noob bei den Miliz und kämpfen gegen die IMC. Wir haben das Überraschungsmoment, aber nicht lange. Viel Glück. Abtreten. Alles klar. Kann ich denn überhaupt gewinnen? So gesehen. Schalt die ganzen Kollegen mal stumm. Ja, und dann wollen wir mal sehen, wie sich Titanfall hier macht, der super coole Mega-Shooter. Da bin ich ja jetzt auch gespannt. Jump Control, hier ist Phantom One, Flug 3, 50 Klicks vor IP links, Geschwindigkeit 2.25. Yo. Roger, Phantom One, drehen Sie bei Lynx ab auf 149 und nehmen Sie Kurs auf primären SP. 2 ist bereit. 3 bereit. Roger, alle Flüge Sprungsequenz einleiten. Sprung in 3, 2, 1. Hey, das sieht ja ganz cool aus. Abgesehen von den, weiß ich nicht, von der Texturfarbe, ein bisschen sieht ein bisschen blass aus. Alles klar, also einfach nur einnehmen oder was? Zack. Ah! Oh Gott, ich muss mich noch mit der Steuerung vertraut machen. Okay, so. Das ist eine Hardpoint-Operation. Übernimm die Kontrolle über möglichst viele Hardpoints. Schalt mich auf sie drauf und überlass den Rest mir. So. Okay, wir springen. Da ist irgendwo ein Gegner. Oh, fuck, ich spring daneben. Der Doppelsprung ist manchmal zu weit. Oh, erschreckt mich nicht. Da. Hier ist die Titan-Abwehrwaffe, ne? Was? Was? So viel zu Titanfall. Okay, jetzt aber ein neuer Versuch. Im Tutorial lief das ja alles besser, eindeutig. Ich nehme auch keinen Fallschaden oder sowas, glaube ich. Von wo denn? Da oben. Ist noch etwas. Ich bin noch ein bisschen durcheinander. Fuck, Alter, jetzt. Wurde ich echt geholt. Ja, und okay, ich versuche einfach mal erstmal alles einzunehmen. Okay, wir nehmen C und B ein, aber was ich nicht ganz verstehe oder noch nicht verstanden habe, wenn wir ja gegeneinander spielen, wie kann man denn die Kampagne gewinnen? Dann gibt es ja immer ein Verliererteam und ein Gewinnerteam und. Das würde mich frustrieren, weil ich will die Kampagne, das soll ja an, naja, nicht wirklich an mir liegen, aber
Ich hab denn keinen Bock, nur wegen irgendwelchen anderen Spastis hier in die Kampagne zu verlieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Also wie gesagt, das ist... Wow, ich wollte gerade sagen... Was? Mann! So, Habe ich denn noch... Nee, jetzt habe ich auch noch... Meine Fresse, Alter. Ich muss hier ein bisschen mehr... Ich hab das sind meine ersten Minuten Titanfall. Ihr seid das war so, wie ihr das seht, ne, so ja, ist alles live to live. Ich habe nur das Tutorial gezockt und hab dann kurz gewartet, bis Fallout hochgeladen ist und nehme jetzt gleich auf. Und zwar Titanfall. Ach, ich muss mir auf die Karte gucken, die ist oben. 50%. Titan bereit. Oh fuck, ich hab den Titan da hingelegt, das war keine gute Idee. Ja, die Framerate, muss um die Grafik. Ich finde die Farben ein bisschen blass. Also, das sieht nicht so cool natürlich aus. Ja, kann hier auch was kaputt gehen? Wir verlieren Bravo! Jawohl! Ich hab ihn. Ich hab ihn übelst aus der Luft rausgeboxt, Alter. Und zu Brei gehauen. Oh, das sind ja alles meine! Warum kam das? Das kam viel zu spät, die Einblendung gerade. Da. Kommt her. Huhuhu, erhöhten Schaden. Alles klar. Jetzt verfügbar erhöhter Schadensoutput. Oha, was geht da ab hier? Schadensystem offline. Schadensystem offline, ja, habe ich gemerkt. Okay. Oh, habe ich da wieder zermatscht? Das hat sich so angehört. Boah, ich muss sagen, der Titan geht ab wie Sau, Alter. Okay, okay. Ja, ist, ja. Kleine Abwechslung mit dem Titan und so, aber... Geht auf jeden Fall flott von der Hand. Durch die KI-Bots kann man höhere... ja. Kill Series erzielen. Abschluss Serien, nennt es wie ihr wollt. Geschütze abschalten. Ich gehe erstmal zu C und da ist ein Titan. Da sind zwei Titans! Bam, Alter. Wie hat das nichts gebracht? Puh. Alter. Und weg bin ich. Ah, da ist er einer. Boah, weggepistelt. Hinter mir ist einer. Hier irgendwas, nicht viel. So, nachladen. Ich gehe mal hier unten rein. Ich muss ein bisschen mehr. Ist auch noch eine von mir überarscht, Alter. Ist so. Ich sehe Waffen irgendwie, irgendwas, was ich aufnehmen kann. Stufe 2. Hey, Glückwunsch. Sie sind aufgestiegen. What the fuck? Ich weiß auch gar nicht, wie viel Kampagnenlevel das hat, aber ich glaube, es hat nicht viele. Vielleicht schaffe ich das ja an einem Tag durch zu LP. Weil, ja, das Spiel habe ich mir wieder von meinem guten Freund der Videothek ausgeliehen. Natürlich mache ich das nicht bei jedem Spiel, aber ich, ne? Ich bin nicht der Multiplayer-Zocker auf Dauer. Ich brauche eigentlich immer was mit einer Story.
Und da ich weiß, dass mich Titanfall vielleicht maximal 2 Wochen halten würde, für 2 Wochen spielen, dann wäre es für mich wieder so ein Spiel wie nebenbei. Also, wenn ich halt nicht weiß, was ich zocken soll, dann zocke ich halt Black Ops sozusagen. So wäre das bei Titanfall. Und da es für mich ja reine Geldverschwendung war und ich nicht so viel Geld habe, und oder beziehungsweise das dann lieber für Spiele ausgibt, wo ich weiß, ja, da spiele ich genug dran, da habe ich auch wesentlich mehr Bock und Langzeit Spaß, habe ich mir das bei der Video-Cheat geholt. Natürlich werde ich es noch, ich denke mal, ich werde so 3 Tage behalten oder vielleicht auch 4 mal gucken. Okay, wir haben erreicht, was wir müssen den Multiplayer halt auch anzocken. Die AMC ist besiegt, aber die Schlacht geht weiter. Alles klar. Bevor wir kommen. Epilog, was passiert jetzt? Man kann auch, what? Man kann auch Dings, was angreifen. Abfangen, alles klar. Abfangen. Was abfangen? Da oben ist irgendwo. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da? So. Jo, wie bin ich auf den Titan gekommen? Keiner von uns hat Erfahrung mit einer AMC-Version. Eliminieren Sie den feindlichen Piloten! Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben, anders geht's. Achso, nee, ich bin auf den Scheiß, ich schieße die ganze Zeit auf die falschen Titan, ich Idiot! Oh, jetzt wurde ich geholt. Ja, ich habe die ganze Zeit den falschen Titan angeschossen. Es gibt irgendwie auch so einen Move, da kann man sich auf den feindlichen Titan dann so, dann kann man den halt abschießen. Ich habe mich schon gewundert, wieso das kommt. Okay, ja, allzu gut war ich nicht. Also, okay. Ja, meine Freunde, dann war es das, glaube ich, auch schon mit dem ersten Akt. Und wir haben gewonnen, auf jeden Fall. Das freut mich doch. Zusammenfassung des letzten Spiels. Das nächste Spiel beginnt in 80 Sekunden. Das heißt, ich habe eine Vorbereitung. Ich bin ein Level gestiegen. Burn Card, dies Fertigkeit, Spielmodus, Skill Assists. Jetzt verfügbar im voranstellenden Loadout. Okay. Ich denke mal, ich werde. Ja. Die Kolonie, Materialschlacht. Okay, alles klar, dann wisst ihr, was uns erfahrt, was uns im nächsten Part erwartet. Von Titanfall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr das auf jeden Fall liken oder kommentieren oder ihr abonniert mich. Dann sehen wir uns täglich und ich hau auch jeden Tag ein neues Video raus. Also habt ihr immer so Stuff. Vielleicht manchmal auch mehr, also manchmal auch 2. Es kommt immer ganz drauf an, was ich gerade vorab mache. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus und